Angenommen. Wir setzen damit fort in der Tagesordnung im Tagesordnungspunkt 10.5, Radverkehrskonzept der Landeshauptstadt Dresden. Hier gibt es zwei Änderungsanträge bzw. Ergänzungsanträge. CDU und Linke, wird da die Vorstellung Einbringung gewünscht? Herr Böhm, bitte schön, Ihren und in der Debatte. Okay. Dann zunächst Herr Böhm. Sehr geehrter Oberbürgermeister, sehr geehrte Kolleginnen und Kollegen, das Radfahrkonzept der Landeshauptstadt, eigentlich eine Sache, die man begrüßen könnte. Nun ist es aber eine sperrige Vorlage mit 50 Seiten, einem Wust an Anlagen und 948 Einzelmaßnahmen. Wenngleich grundsätzlich die Einzelmaßnahmen insbesondere für Radfahrer wie mich begrüßenswert sind oder begrüßenswert sein könnten, weist das Konzept als solches eine Vielzahl an handwerklichen Unzulänglichkeiten auf und sollte daher maximal den Status eines Fachplanes haben und als Grundlage für die Befassung mit den angedachten Maßnahmen dienen. Entsprechendes Ansinnen von uns wurde allerdings in den entsprechenden Ausschüssen abgelehnt. Nun müssen wir uns damit auseinandersetzen, dass als Beschlussvorschlag unter 1 steht, dass der Stadtrat die Umsetzung des Radfahrkonzeptes beschließt. Ich möchte unsere fachliche Kritik an der Vorlage auch begründen. Vorangestellt sei, dass es mit wenigen Ausnahmen, wie beispielsweise die bereits diskutierten Verkehrsführungen auf dem Blauen Wunder und der Albertstraße, bislang noch keinen Dissens zwischen uns, den Fraktionen und der Verwaltung gibt, weil schlichtweg die entsprechenden Umsetzungsplanungen fehlen. Insoweit liegt mit dieser Vorlage hauptsächlich ein methodisches Problem im Hinblick auf die angemessene Beteiligung und Informationen der Gremien vor. Wir haben uns natürlich auch inhaltlich mit der Vorlage befasst. Einerseits sind Maßnahmen aufgeführt, welche aus verschiedensten Gründen, und da reden wir nicht nur von Kosten, sondern wir reden auch über naturschutzrechtliche Belange, welche fern jeder Umsetzungsmöglichkeit liegen, wie beispielsweise die Wiedereinrichtung einer Fährverbindung von Kaditz nach Gohlis. Andererseits sind rein tabellarisch, und da sage ich rein tabellarisch, auch Maßnahmen aufgeführt, welche über erheblichen Zündstoff in der Bürgerschaft verfügen werden, wie beispielsweise die Verkehrsführung, die ich schon genannt habe, auf dem Blauen Wunder oder auch die geplanten Eingriffe in den ruhenden Verkehr. Eine bereits angedachte Maßnahme auf der Albertstraße, welche erhebliche Auswirkungen haben könnte auf den Verkehrsfluss in der Alt- und Neustadt, findet sich hingegen in dem Maßnahmenkatalog überhaupt nicht wieder. Bezeichnend für das Konzept ist zudem auch, dass die angedachten 948 Einzelmaßnahmen nach Prioritäten wild gemischt ausgewiesen werden und eine von uns mehrfach angeforderte, nach Prioritäten geordnete Aufstellung erst wenige Stunden vor der Beschlussfassung im federführenden Ausschuss vorgelegt wurde. Insoweit war für uns keine ordentliche Vorbefassung mit der Vielzahl an Einzelmaßnahmen möglich und wir müssen heute hier unnötigerweise Ausschussarbeit nachholen. Ebenfalls bezeichnend ist, dass in den bisherigen Beratungen für keine, und ich sage für keine der angedachten Maßnahmen, die konkrete Art und Weise der Umsetzung von der Verwaltung dargelegt werden konnte, sondern auf noch vorzunehmende Feinplanungen verwiesen wird. Es stellt sich für uns daher mehr als schwierig dar, dass hier und heute eine Beschlussfassung erfolgen soll, deren Grundlage mit wenigen Worten formulierte Mängel und Konflikte sowie oberflächliche Lösungsansätze mit beispielsweise Formulierungen wie punktuelle oder streckenhafte verkehrsorganisatorische oder bauliche Maßnahmen sind. Die Katze im Sack ist dagegen ein Vorbild an Transparenz. Hier bedarf es zumindest bei angedachten Maßnahmen mit wesentlichen Auswirkungen, beispielsweise auf die Belange von anderen Verkehrsteilnehmern, Anwohnern und ansässigen Gewerbetreibenden, einer entsprechenden Vorstellung der Feinplanungen und der fachlichen Diskussion in den Gremien dazu. Um dennoch mit Bauchschmerzen diesem Konzept zustimmen zu können, haben wir nach intensiver Diskussion mit unseren Ortsbeiräten und innerhalb der Fraktion einen Ergänzungsantrag vorgelegt, welcher zumindest für besonders heikle Bereiche Raum für die politische und fachliche Diskussion eröffnen soll. Wir haben darin konkret einige Bereiche benannt, für welche Informations- und Beratungsbedarf besteht und in denen wir uns kein ausschließliches Verwaltungshandeln vorstellen können. Eine wie nun zwischenzeitlich diskutierte ausschließliche Information über die angedachten Maßnahmen kurz vor 22 Uhr im Bauausschuss oder als reine Information für Ortsbeiräte und Ortschaftsräte erscheint uns deutlich zu wenig. Denn nehmen wir beispielsweise die geplanten
geplante Radverkehrsanlage oder die Radverkehrsanlagen auf der Bürgerstraße, das nun mein Wahlkreis ist. Da wissen doch alle Ortskenner, dass diese nur zulasten einer Vielzahl von Parkplätzen gehen kann und somit die noch vorhandene Händlerschaft im Bereich Oschatzer Straße weiter schwächen wird und es dann dazu keines Globusmarktes mehr bedarf. Wir reden im Einzelfall also noch über ganz andere Belange, mit welchen sich intensiv der Wirtschaftsausschuss und die Ortsbeiräte beschäftigen sollten. Sollte dieser aus unserer Sicht sehr sinnvolle Ergänzungsantrag keine Mehrheit finden, können wir dem vorgelegten Radfahrkonzept so leider nicht zustimmen. Vielen Dank. Wir steigen in die Fraktionsrunde ein. Es beginnt die SPD. Herr Steinmann-Fischer. Ja, sehr geehrter Herr Erster Bürgermeister, meine Damen und Herren, als 2014 ein neuer Stadtrat gewählt wurde und Rot-Rot-Grün-Orange eine Mehrheit bekommen hatte, geschah das durchaus auch aus Gründen der Verkehrspolitik, wo ein Wechsel notwendig war und auch von den Bürgern gefordert wurde. Und heute in der Stadtratssitzung kann man mal exemplarisch sehen, wie diese neue Verkehrspolitik aussieht. Wir wollen Autoverkehr, Radverkehr und ÖPNV besser verknüpfen. Wir haben dazu als folgenden Tagesordnungspunkt eine Vorlage zu der Einrichtung von Mobilitätspunkten. Wir entscheiden nicht grundsätzlich gegen den Autoverkehr, wie es uns immer vorgeworfen wird. Das wird man auch sehen, wenn wir heute über die Parkplätze in Blasewitz und Loschwitz sprechen. Und wir wollen die Alternativen zum Autoverkehr verbessern, um die Verkehrsbelastung der Stadt zu reduzieren. Und das sieht man bei dem jetzt vorgelegten, endlich nach vielen Jahren vorgelegten Radverkehrskonzept, das eines der Hauptärgernisse in Dresden im Fahrradverkehr angeht, nämlich Routen definiert, durchgehende Routen definiert, die mit einem gewissen Komfort befahrbar sind. Das ist, glaube ich, jeder, der in der Stadt Fahrrad fährt, kennt die Situation, wo ein Radweg im Nichts aufhört, wo man eben mal schnell auf die Straße wechseln muss, wo man vielleicht auch mal anhalten muss, schieben muss, weil man 500 Meter den Schlenker machen muss, weil es keine Radverkehrsanlage gibt, die adäquat die Verkehrsführung gewährleistet. Das und genau das analysiert dieses Konzept. Es ist kein Handlungskonzept, sondern es ist eine Defizitanalyse, die der Verwaltung vorgibt, wo sie Maßnahmen machen muss, damit wir in Dresden zu einem durchgehenden Radverkehrsnetz kommen. Es ist ein Konzept, was abgeleitet wurde und was auch zusammen mit anderen Fachkonzepten dem Verkehrsentwicklungsplan entspringt, wie auch ein Fußwegekonzept noch notwendig ist für die Stadt und für andere Sparten auch. Der Verkehrsentwicklungsplan insgesamt führt dann alles zusammen und moderiert die einzelnen Verkehrsträger, dass wir hier für alle Verkehrsträger mitdenken. Und in den Ausschüssen hatten wir eine positive Beratung zu dem Thema, auch mit den Kollegen von der CDU, und ich bin auch dankbar für die sachlichen Diskussionen, die wir hatten. Deswegen bin ich ein bisschen enttäuscht von dem Ergebnis, was jetzt in der Gesamtabwägung bei Ihnen herausgekommen sind. Ich kann mich dem Eindruck nicht erwehren, dass Sie überall noch immer dieses Misstrauen haben, eine Verbesserung des Fahrradverkehrs, des Fußgängerverkehrs schadet dem Auto. Das Auto steht in der Entscheidungsfindung immer noch im Mittelpunkt. Ich hatte gehofft, dass wir dem darüber weg sind, aber das schwingt ja aus diesen Reden und auch aus dem Änderungsantrag mit raus. Ich bin mir sicher, und das ist, glaube ich, auch der Wunsch auch von meinen Partnern von Grünen und Linken und Piraten, dass wir die Maßnahmen im Ausschuss, die daraus resultieren, diskutieren wollen. Zahlreiche Maßnahmen werden wir auch beschließen, insbesondere wenn es um Maßnahmen geht, die die Leistungsfähigkeit des Dresdner Straßennetzes massiv gefährden. Natürlich wollen wir darüber entscheiden und mitreden, aber da bin ich mir auch sicher, dass die Verwaltung uns keine Vorlagen vorlegen wird, wo die Leistungsfähigkeit unseres Straßennetzes in Gefahr ist. Deswegen sehe ich auch die Notwendigkeit nicht des Änderungsantrages, sondern sehe darin nur, dass wir am Ende jeden einzelnen Strich auf der Fahrbahn im Ausschuss diskutieren. Das ist meine Sorge. Ich glaube, wir sollten als Stadtrat die Rahmen vorgeben. Das machen wir hiermit. Und ich glaube, damit sind wir auch auf einem guten Weg für eine gute Verkehrspolitik, für alle Verkehrsmittel und insbesondere dafür, die Defizite im Radverkehr abzubauen. Vielen Dank. Als nächstes für die FDP-Freie Bürgerfraktion Herr Zastrow.
dass es Ihre Verkehrspolitik ist, die ja im Wesentlichen durch den Rückbau von Straßen gekennzeichnet ist, dass es diese Politik gewesen ist, die Dresdnerinnen und Dresdner bei der letzten Wahl 2014 wollten. Also da setze ich mal ein großes Fragezeichen dahinter. Bin mir im Gegenteil sicher, dass jetzt ein gewisses Erwachen kommt und dass das ein ganz wesentlicher Pfeiler des politischen Wechsels 2019 sein wird. Also wer es jetzt noch nicht begriffen hat, was für einen verkehrspolitischen Unfug Sie in dieser Stadt anrichten, dem kann ich dann auch nie helfen, dann muss er es so haben. Ich freue mich trotzdem über das Radverkehrskonzept, was vorgelegt worden ist, wobei es für mich eher eine Ideensammlung ist und ich das Versprechen, was uns im Ausschuss gegeben worden ist, nämlich, dass es zu den ganzen Einzelmaßnahmen natürlich, Herr Böhme, nochmal Diskussionen gibt und dass über alle diese nochmal gesprochen wird, das habe ich mir gemerkt. Das wurde uns im Ausschuss eindeutig so gesagt und davon gehe ich auch aus, dass hier gesagt wird, ja, wir haben jetzt so ein Konzept und damit begründe ich dann auch noch in 15 Jahren die und die Maßnahme. Das kann nicht sein, dafür müssen die Maßnahmen anders untersetzt sein und eine andere Qualität auch haben in der Beschreibung. Es ist viel Sinnvolles drin, also ich freue mich zum Beispiel sehr über ein Problem, was angegangen werden soll, zum Beispiel die Radwegverbindung zwischen Dresden und Radeberg zu schaffen, sehr, sehr wichtig, keine Frage. Allerdings mein Glaube, dass ich das in den nächsten Jahren erlebe, ist äußerst gering. Wie viele Jahre wollen wir darauf warten? Wie lange soll das dauern? Jan Kabat hat heute früh mit seiner Frage genau den Finger in die Wunde gelegt. Wir haben in diesem Stadtrat nicht nur in den letzten 8 Jahren, sondern schon viel länger, übrigens oftmals einmütig, die entsprechende Entscheidung längst getroffen. Wir haben Beschlüsse ohne Ende zur Verbesserung des Radwegenetzes getroffen. Das ist nicht Ihre Leistung. Wir haben hier völligen Konsens darüber, dass im Bereich Radwege etwas passieren muss, weil wir eine Zunahme des Individualverkehrs haben. Individualverkehr ist auch Radverkehr. Das nimmt eindeutig zu. Und das Schlimmste, was du dir auch als Autofahrer vorstellen kannst, ist der Konflikt zwischen Fahrrad und Auto. Überhaupt keine Frage. Deswegen brauchen wir dringend die Radwege. Die Beschlüsse sind zigmal gefasst worden. Ich kann eine ganze Liste hier runtergehen. Ich habe sie alle hier. 2009 war es der Radweg nach Pillnitz. Da wurde gesagt, es kommt. Bis heute nicht passiert. 2010 Ausbau Elbradweg, Nummer A0309-10, SPD-Antrag, Herr Steinmann-Fischer, kennen Sie vielleicht noch, war damals der Parallelweg im Bereich Johannstadt-Blasitz. Wo ist der eigentlich? Bis heute nicht da. Der Kürnerweg, na klar, wie oft haben wir das beschlossen? Damals Bürgerfraktion, CDU, FDP, das haben auch alle mitgetragen, hier gab nie einen Dissens dazu. 2013 war damals Alt-Kaditz, Autobahnbrücke ein Thema. Übegau 2014 erst wieder, immer wieder neue Informationsvorlagen, passiert ist überhaupt nichts. Mein Zutrauen übrigens, dass diese Verwaltung, ich meine noch nicht mal die Bürgermeisterin, sondern dass die Verwaltung beispielsweise so ehrgeizige Projekte wie Radeberg-Dresden schafft, ist äußerst gering. Also ich wäre total froh, wenn es passiert. Von mir aus auch viele Mittel in den Haushalt rein, sofort. Aber ich vermute, am Ende wird es wieder mal ein Stück Papier sein, wo man sich nur das rauspickt, was gerade mal in dem Moment politisch opportun ist. Ich befürchte nämlich ganz ernst, dass am Ende tatsächlich die Albertstraße zurückgebaut wird, das ist sehr einfach, dass das Blaue Wunder zurückgebaut wird, das ist sehr einfach, aber das wirklich Wichtige, sich um die Hausaufgaben im Radwegekonzept zu kümmern, das passiert nicht. Ich will nur ein paar Beispiele noch nennen. Unfallschwerpunkt Fährgarten Johannstadt. Jens Genschmar hat das mit seinen Anfragen Jahr für Jahr untersucht. Wir wissen, dass das der Hauptunfallschwerpunkt, ganz anders übrigens als unter dem Blauen Wunder, beim Elbradweg. Es passieren immer wieder schwere Unfälle. Passiert nichts, null, gar nichts passiert. Den Konflikt, den wir haben zwischen dem neuen Trend, den wir gibt, dass wir überall hier stationäre Bügel aufstellen, also Stadtmöblierung, versus Nutzbarkeit von Flächen, ist nicht gelöst. Wir hatten den Fall in Loschwitz beim Weihnachtsmarkt erst gehabt. In der Bürgerstraße kommt der nächste Konflikt. Dazu hätte ich gern was gewusst. Natürlich können es nur mobile Anlage sein, keine feste Stadtmöblierung. Die Zeiten sind nun wirklich von gestern, das baut man überhaupt nicht mehr. Was viel wichtiger ist, und da haben wir ja nun die zwei Bürgermeister da hinten sitzen, bin ich mal aber wirklich gespannt. Wie lösen wir diesen unsäglichen Konflikt zwischen Umweltschutz,
Denkmalschutz und der Lebenswirklichkeit, solange es wirklich überhaupt sein kann, dass ein Radweg, der von vielen, vielen Menschen genutzt wird, nicht gebaut werden kann, weil da ein bisschen altes Pflaster liegt, da hört es völlig auf. Wo leben wir? Es gibt nur eine Priorität, die Lebenswirklichkeit. Und da hat das Pflaster dort zu verschwinden. Von mir aus bauen Sie es übrigens ein, bauen Sie es vor der Saloppe ein, da gibt es einen zweiten Weg. Da können Sie es nochmal zeigen. Ich komme sofort zum Schluss. Das müsste man machen. Und wenn ich ein paar Zentimeter für eine Verbreiterung eines Radweges, des ökologischsten Verkehrsmittels auf der Johannstädter Seite nicht wegnehmen darf, weil da was weiß ich, liebe Frau Jenigen, auch immer dort wohnt, das ist doch völlig lebensfremd. Diesen Konflikt müssen wir lösen. Wir als FDP-Fraktion freuen uns aber über den Ehrgeiz und werden die Bürgermeisterriege an ihren Ergebnissen messen. Ich drücke Ihnen wirklich die Daumen, dass Sie erfolgreich sind. Danke. Vielen Dank. Fraktion Die Linke, Herr Schulte-Wissermann. Sehr geehrter Herr Erster Bürgermeister, liebe Kolleginnen und Kollegen, liebe Zuschauer und auch alle Menschen an mobilen und festen Datenendgeräten. Heute ist ein Tag der Freude. Heute ist wirklich ein Tag der Freude, wenn wir das jetzt heute durchkriegen. Denn nach mehr oder weniger 11 Jahren Konzepterstellung, wo auch viele Aktive in dieser Stadt mit dran beteiligt waren, ist jetzt das Radverkehrskonzept kurz davor beschlossen zu werden. Und ich möchte an der Stelle vielleicht mal versuchen, eine meiner Lieblingsbeschäftigungen zu machen, Argumente zu finden, warum die konservative Seite dem Radverkehrskonzept, wie es ist, zustimmen sollte, ja zustimmen müsste. In Skandinavien, ich habe es auch im Ausschuss schon gesagt, ist es so, dass gerade die Konservativen sehr für Radverkehr sind, denn es ist die effizienteste Art, die kostengünstigste Art, die Verkehre in der Stadt zu verbessern. Ich habe es mit Freude gehört, Herr Zastrow, dass Sie die Fahrradfahrer als Individualverkehr bezeichnen, ja. Und natürlich ist es so, dass jeder Mensch, der mit dem Fahrrad fährt, nicht gleichzeitig Auto fahren kann und auch nicht gleichzeitig in der Bahn sitzt. Also sozusagen, es ist effizient. Und dann allerdings ist, das möchte ich jetzt wirklich sagen, Radverkehrsförderung ist für Dresden auch pures Geld. Und zwar Geld, was man sozusagen spart, Geld, was man bekommt. Erstens sind die Sachen, die man für Rad, also ein Auto, Stellplatz in der Tiefgarage kostet ab 25.000, ein Radbügel kostet 500. Eine Waldschlesienbrücke kostet 200 Millionen plus, eine andere Elbbrücke nur für Radfahrer würde 12 Millionen kosten. Es ist also viel günstiger. Aber wir haben jetzt hier mit dem Radkonzept nicht nur, wir haben mit dem Radkonzept jetzt auch eine Konzeption, wie wir das bezahlen sollen. Das soll nämlich, also das Konzept ist insgesamt 44 Millionen Euro schwer in den nächsten 10 Jahren, Pi mal Daumen. Allerdings machen wir aus einem Euro 4. Förderquote ist 70%, wird geschätzt, kann ein bisschen mehr, kann ein bisschen weniger sein. Aber Dresden zahlt nur Pi mal Daumen 30% oder ein Viertel von dem, was das Ganze kostet. Und da Radförderung natürlich viele kleine und mittlere, aber keine Großprojekte sind, viele kleine Projekte, wird das Geld natürlich auch der lokalen Wirtschaft zugutekommen. So, es wird natürlich jetzt nicht im Großen und Ganzen die Welt retten, aber es ist ein wichtiger Baustein, um hier Geld in Dresden zu investieren. Und wie gesagt, ein Hebel von 1 zu 4 ist gar nicht so schlecht. Ich finde das sogar sehr gut. Kommen wir zu dem Ergänzungsantrag der Fraktion Die Linke. Es ist nur ein Wort, was wir streichen wollen. Im Punkt 3 steht, dass die zustimmungsfähigen, von der Verwaltungsseite aus gesehen, zustimmungsfähigen Ergänzungen und Anregungen der Ortsbeiräte, Ortschaftsräte, dass die noch weiter mitverfolgt werden. Und wir wollen jetzt einfach das Wort zustimmungsfähig streichen, sodass alle von den Ortsbeiräten, Ortschaftsräten gemachten Vorschläge, sodass die noch mit dabei sind und im weiteren Zug dann geprüft werden können. Zum Abschluss lassen Sie mich sagen, wir haben für den Radverkehr
jetzt 2 von 3 wichtigen Säulen geschafft, wenn wir das jetzt heute, das Radkonzept, beschließen. Zum Ersten haben wir im Haushalt mehr Geld für den Radverkehr eingestellt. Das war sozusagen die eine Sache, um jetzt wirklich eine nachhaltige Veränderung in der Verkehrspolitik zu machen. Zum Zweiten ist das Radverkehrskonzept, was jetzt auch eine klare zeitliche Zielsetzung hat. Bis 2025 ist das Ziel, soll das meiste oder soll alles umgesetzt sein. Und das Dritte ist, das haben wir im Haushalt schon auch verankert, sind zusätzliche Stellen, die wir dringend brauchen, um diese Sachen auch durchzusetzen. Frische Leute, neue Leute, gute Leute, die dann diese Planungen machen und die an vielen Stellen die Lücken, die wir jetzt in dem Netz haben, schließen. Wenn wir diesen Dreiklang jetzt haben, dann, oder wenn wir es dann erreicht haben, das heute noch beschließen und diese Stellen dann tatsächlich in Arbeit bringen, dann haben wir, glaube ich, hier einen großen Schritt geschafft. Und deswegen, es ist noch nicht Zeit, sich endgültig zu freuen, aber heute, finde ich, ist eigentlich ein Tag der Freude. Haben Sie vielen Dank. Ich habe noch 2 Sekunden. Dankeschön. Vielen Dank. Als nächster Redner Herr Lichti. Sehr geehrter Herr Erster Bürgermeister, sehr geehrte Kolleginnen und Kollegen, vieles wurde schon gesagt, das wurde noch nicht gesagt. Dieses Konzept wurde vom Stadtrat vor 12 Jahren beauftragt. Also 12 Jahre lang hat es gedauert. Also von daher kann man dann einerseits von einem historischen Moment sprechen, andererseits kann man nochmal zurückblicken und sich ärgern, dass ein dermaßen zentrale stadtentwicklungspolitische und mobilitätspolitisches Konzept so lange braucht. Gut. Jetzt ist es endlich da und es ist ein gutes Konzept, es ist ein sehr fortschrittliches Konzept. Ich habe mir sagen lassen, es ist auch durchaus im deutschlandweiten Rahmen ein sehr gutes Konzept. Viele deutsche Großstädte haben sich ja schon viel, viel früher als Dresden auf den Weg gemacht und die Erfolge kann man dort auch spüren und sehen. Da muss man jetzt nicht gleich von Kopenhagen sprechen, aber es ist einfach so, dass Dresden dort in Größenordnungen hinter dem deutschen Standard hinterherhinkt, was wir uns eigentlich nicht länger leisten sollten. Es wurde gesagt, ich möchte es trotzdem gerne nochmal wiederholen. Warum ist Radverkehr in der Stadt so wichtig? Ich will sogar sagen, Radverkehr ist die stadtgemäße Mobilitätsform. Es ist die Mobilitätsform, die am besten zu einer Stadt passt, weil sie sozusagen ein Verkehrsmittel mittlerer Reichweite ist, nämlich genau für die Bewältigung dieser Wege, die die meisten Menschen eben genau in dieser Entfernung vollführen müssen. Die können zum größten Teil auch mit Rad gemacht werden. Rad ist für die Stadtentwicklung gut, weil Flächen werden gespart. Flächen sind teuer. Wir haben laufend diesen Nutzungskonflikt, das heißt damit Parkgebühren hin und her und so weiter. Radwege sind einfach kostengünstig und billig und sie ermöglichen andere Nutzungen in der Stadt. Deswegen Radverkehr sehr gut. Keine Luftschadstoffe, ist ganz klar, darf man aber auch nicht vergessen. Und CO2-frei im Betrieb, nicht bei der Herstellung der Fahrräder und der Radwege, aber immerhin im Betrieb. Und was mir bei der Debatte auch immer sehr wichtig ist, es geht um Verkehrssicherheit. Es geht um Verkehrssicherheit. Dresden ist die deutsche Großstadt, wo am meisten Leute, Radfahrer, zu Schaden kommen. Wo Radfahrer in Größenordnungen auch umkommen im Straßenverkehr. Und deswegen ist der Radverkehr und Radverkehrskonzept eigentlich auch nicht nur eine Frage der Bequemlichkeit, sondern es ist leider allzu oft eine Frage von Leben und Tod. Das Radfahrkonzept, ich glaube, es sind viele Missverständnisse hier im Raum auch angesprochen worden. Das Radfahrkonzept ist ein Konzept. Das heißt, es hat eine mittlere Reichweite und zwar zwischen allgemeinen Sätzen, was man so gerne hätte, einerseits und andererseits konkreten Planungen. Und das muss auch so sein, das ist auch gut und das ist richtig so. Das Radfahrkonzept hat nämlich das Ziel, einen systemischen Ansatz zu denken, auf die Landkarte der Stadt Dresden zu bringen und tatsächlich dann auch ein in sich gesamt wirksames Netz zu schaffen. Das ist das Entscheidende. Es geht jetzt nicht um den einen oder anderen Radweg da oder dort oder Maßnahme dieses oder jenes, was jetzt diskutiert worden ist, sondern es geht darum, dass alles dann zusammenpasst und Synergieeffekte ergibt. Und genau das leistet dieses Konzept mit seinen 948 Maßnahmenvorschlägen. Jetzt das Wichtigste zur Umsetzung. Herr Zastrow hat ja da auch schon wieder vieles, wenn auch vieles wieder falsch ausgeführt. Deswegen möchte ich einfach nochmal daran erinnern, wer bisher die Verantwortung im Verkehrsbereich getragen hat. Es war bis 2014 die CDU, zuletzt Herrn Marx. Und es war so, dass auch andere Mehrheiten in diesem Stadtrat immer wieder
durchaus Mittel für den Radwegebau zur Verfügung gestellt haben und die Stadtverwaltung nicht in der Lage oder auch nicht willens war, muss ich jetzt hinzufügen, diese Dinge auch auszugeben. Aber wir dürfen es da auch nicht zu leicht machen. Herr Köttnitz hat immer geantwortet, ja, ich muss die Flutschadensbeseitigungsmittel bis zum 30.06.15 abarbeiten und da habe ich einfach keinen Platz für Planer. Ich komme da noch drauf. Ja, kann man auch schlecht was dagegen sagen. Jedenfalls ist es so, dass in den letzten Jahren jeweils ungefähr bis 2 bis 3 Millionen Euro liegen geblieben sind, die der Stadtrat zur Verfügung gestellt hat. Das kann natürlich so auch nicht bleiben. Dieses Konzept sieht vor, bis 2025 umgesetzt zu werden, nach jetzigem Stand 44 Millionen Euro Kosten. Martin Schulte-Wissermann hat es angesprochen, ich möchte es noch klarer sagen. Von diesen 44 Millionen Euro können wir circa roundabout 30 Millionen Euro vom Freistaat und vom Bund als Fördermittel einwerben. Das ist fantastisch. Das muss man nutzen. Da steht eine Goldkiste, die müssen wir nur aufmachen und rausnehmen. Also bitteschön, warum tun wir das nicht? Das heißt, wir als Stadt müssen im Grunde 14 Millionen in 10 Jahren finanzieren. Das sind 1,4 Millionen Euro pro Jahr. Und dann sage ich mal, das ist ein echtes Schnäppchen. Also wenn wir dafür ein ordentliches Radverkehrskonzept sicher bekommen, ja, wenn wir endlich mal aufschließen an den Durchschnitt der deutschen Großstädte, dann ist das doch spottbillig. Also lasst uns das doch bitte endlich machen. Es gibt Bedenken. Ich bedauere sehr, dass die CDU trotz, Hendrik Stahlmann-Fischer hat gesagt, trotz der sachlichen Diskussion im Ausschuss offensichtlich jetzt nicht bereit ist, das Konzept mitzutragen. Deswegen möchte ich auch mal kurz auf die Einwände von Herrn Böhm eingehen. Ich glaube, hier von handwerklichen Unzulänglichkeiten zu sprechen, das fällt eigentlich auf den zurück, der diesen Vorwurf macht. Sie wissen ganz genau, Herr Böhm, es waren hier mit einer der führenden Radplanungsbüros aus Hannover dabei, es war ein führendes Büro aus Dresden dabei, die haben 3 Jahre lang gearbeitet, es waren alle gesellschaftlichen Gruppen, Verbände dabei. Also hier wirklich von einem handwerklich schlechten Konzept zu sprechen, ich glaube, das ist einfach sachlich falsch. Es handelt sich um ein Konzept, das heißt, konkrete Einzelmaßnahmen können und sollen dort nicht drin sein. Diese 948 Maßnahmen sind Maßnahmenvorschläge, damit man weiß, in welche Richtung es geht. Und Sie wissen es auch, Herr Böhm, wir haben ja eine Erfahrung gemacht. Im Jahre 2010 haben wir ein Innenstadtkonzept für Radwege gemacht. Da standen die Maßnahmen ganz genau drin. Was war das Ergebnis? Als man es vollziehen wollte, die wenigen Maßnahmen, die man vollziehen wollte, hat man festgestellt, es ist doch etwas komplizierter, wir müssen doch da anders planen, weil dieses und jenes haben wir nicht bedacht. Das heißt, es ist gar nicht möglich, ein ganz scharfes, exaktes Konzept mit jeder Maßnahme, genau wo der Strich hinkommt, jetzt zu planen. Oder wir tun in 10 Jahren noch über ein Radverkehrskonzept sprechen. Also bitte, etwas Realismus walten lassen. Was aber uns am meisten Sorgen macht im Augenblick, ist nicht die Beschlussfassung dieses Konzepts, sondern dass die Stadtverwaltung es bis heute nicht vermocht hat, die vom Stadtrat beschlossenen 7 Planerstellen tatsächlich auch auszureichen und tatsächlich auf den Weg zu bringen. Und ich spreche dort ganz persönlich auch Herrn Dr. Lames an, als Bürgermeister, der dafür zuständig ist. Herr Dr. Lames, ich erwarte, dass Ihre Verwaltung und auch Sie persönlich hier endlich Druck dahinter machen, weil das wollen wir uns nicht gefallen lassen, dass hier in einem zentralen Projekt der Kooperation die Verwaltung auf Zeit spielt und hier nicht ordentlich arbeitet. Herr Dr. Lames, wir erwarten dort Ihre Tätigkeit. Ich sage es ganz offen, ich weiß, es ist vielleicht nicht üblich, aber wir sind dort allmählich dauerhaft wirklich verärgert. Vielen Dank. Ich habe noch einen Redner auf der Liste, Herr Krien. Bitte. Meine Damen und Herren, Herr Erster Bürgermeister, wenn Sie auf der Autobahn fahren, dann müssen Sie 60 Stundenkilometer erreichen können. Breite innerstädtische Straßen haben oft das Verkehrszeichen verboten für Fahrräder. Und es gibt 30er-Zonen, dort, wo die Menschen wohnen. Alles das macht Sinn, denn es gibt eine Grundregel im Verkehr. Zusammen gehört, was sich etwa gleich schnell bewegt, und getrennt gehört, was diese annähernd gleiche Geschwindigkeit nicht hat. Und jetzt soll ein Konzept diese Grundregel außer Kraft setzen. Sie wollen Fahrradwege, wie Sie es nennen, integrieren. Ein Irrsinn. Gehen Sie in den großen Garten. Jährlich lesen Sie mehrere Suchanzeigen. Wer kann mir helfen, den flüchtigen Fahrradfahrer zu finden, der mein Kind umgefahren hat? Es liegt einfach daran, dass das Fahrrad, im Sinne, wie wir Älteren es von früher her kennen, etwas anderes ist als das, was heute als Fahrrad bezeichnet wird.
Hätte früher jemand mein Kind umgefahren, wäre es mit einem kurzen Sprint jeweils einzuholen gewesen. Heute sind das hochtechnisierte Maschinen auf Geschwindigkeit getrimmt, teilweise mit Elektromotor, Dinge, die einfach nicht zwischen spazierende Menschen gehören. Liegeradfahrer fährt 88-jährige Oma um und verletzt sie schwer und haut ab. Das war kurz vor Weihnachten. Das kann ich mir gut vorstellen. Das sind die Leute, für die die grüne Ideologie ein extra Fahrradkonzept machen will. Snobs, die ein Liegefahrrad brauchen, sowas hat doch keine Empathie für eine schwer verletzte Oma. Von der Geisteshaltung vergleichbar mit den Todrasern von Berlin. Dass der Täter geschnappt wurde, habe ich nicht gehört. Radfahrer bespritzt Fußgängerin mit Säure. Geht nur mit einem neuen heutigen Fahrrad, mit dem man sehr schnell ist. 5 unaufgeklärte Fälle. Herr Schmidt, Damen und Herren, Sie wollen Fahrradbügel bauen und privilegierte Wege bauen. Bekloppte grüne Ideologie. Diese Dinger, die Sie heute als Fahrrad bezeichnen, das sind Waffen. Da gehört ein Nummernschild hinten dran und eine Registrierung und eine versicherungsrechtliche Bewertung nach der Gefährdungshaftung. Und ganz aktuell, Sie haben es alle gehört, Fahrradfahrer selber sind auch gefährdet. Sie kennen den aktuellen Fall am Bahnhof Schachwitz. Ein Fahrradfahrer wird morgens von 2 Ausländern überfallen und ins Gleisbett vor den Zug gestoßen. Und nur ein aufmerksamer Zugführer rettet ihm das Leben. Durch diese hereingeholten Schadmenschen wird Fahrradfahren gefährlicher. Jemand auf dem Fahrrad ist nun mal gefährdeter als einer, der am Auto fährt. Und, Herr Schmidt-Lamontaine, Ihr eigener Koalitionspartner hier im Stadtrat arbeitet gegen Ihr Fahrradkonzept. Denn der Dresdner Oberstaatsanwalt von der SPD, der hier sitzt, er lässt die Täter wieder laufen, damit sie weitere Fahrradfahrer angreifen können. Und es braucht erst den Druck der Straße, um die Angreifer auf einen Fahrradfahrer einzusperren. Herr Krien, wenn ich noch ein Gefühl bekomme, dass ich zur Tagesordnung sprechen könnte. Ja, die Tagesordnung ist Fahrradfahrer. Am Dienstagmorgen werden die Herrschaften verhaftet. Auffälligerweise, nachdem das bei Pegida riesiges Thema war, das mit dem Generalstaatsanwalt, können Sie glatt in Null stecken. Meine Damen und Herren, lassen Sie uns Verkehr nach Geschwindigkeiten trennen. Wir brauchen Schnellstraßen durch die Stadt. Breit, sicher, mit grüner Welle, auf denen langsame Fahrzeuge nichts zu suchen haben. Auf denen man Adern der Stadt, wo man die Stadt mit 80 durchfahren kann, und baulich sicher getrennt vom Fußweg. Und wir brauchen davon abgesondert 30er-Zonen, wie wir so auch oft haben. Da können Sie mit dem Moped oder mit dem Fahrrad fahren. Und sie sollten so verteilt sein, dass wer unbedingt mit dem Fahrrad auf die Arbeit fahren will, von einer 30er-Zone in die andere zur Arbeit fahren kann. Und wir brauchen drittens geschützte Räume für Fußgänger und Kinder. Und diese Fußgängerwege und die Fußwege sollten auch zugelassen sein für die herkömmlichen Fahrräder, sagen wir, bis zu einer Geschwindigkeit von 12 Kilometern. Das passt zueinander. Wir brauchen nicht eine bekloppte grüne Ideologie, die uns allen das Autofahren abgewöhnen soll. Letzter Gedanke, es ist heute schon öfter gesagt worden, wir haben es schon x-mal beschlossen und nichts ist umgesetzt worden. Nein. Der GB6 ist völlig unfähig, so etwas Komplexes umzusetzen. Die kriegen die einfachsten Dinge nicht auf die Reihe. Nennen wir nur mal beispielsweise die Geschichte, die unendliche Geschichte am Hotel Stadt Leipzig, die unreparierten Schlaglöcher oder die Ahnungslosigkeit zum Bauverzug am Kaufhaus Günther. Zu so etwas Komplexem gehört Sachkenntnis und nicht nur der Wille, irgendeine grüne Fahrradideologie durchzupeitschen. Wir lehnen das ab. Danke. Ich habe noch 2 Wortmeldungen, Herr Dr. Reuter und Herr Böhm. Herr Dr. Reuter. Sehr geehrter Herr Erster Bürgermeister, meine sehr geehrten Damen und Herren, ich möchte doch noch einmal für unseren Änderungsantrag werben. Wir begrüßen ein Radverkehrskonzept, wenn es denn ein realistisches Radverkehrskonzept wäre, wenn man weiß, was wir eigentlich beschließen. Das Hauptproblem, Herr Böhm hat es vorhin genannt, es sind erstmal unheimlich viele Maßnahmen in ungeordneter Reihenfolge. Aber was bei den einzelnen Maßnahmen dann eigentlich angegangen werden soll, ist unklar.
Ich will einfach mal zitieren für diejenigen, die die Vorlage nicht kennen, was wir dort für Formulierungen finden. Beispiel Nummer 582, Hüblerstraße, Nummer 806, Blaues Wunder, streckenhafte verkehrsorganisatorische Maßnahmen. Wissen Sie, was das ist? Wissen Sie, was da demnächst uns erwartet? Wir wissen es nicht. Wir haben auch im Ausschuss darauf keine Antwort bekommen. Oder Maßnahme 772, Stauffenbergallee, punktuelle bauliche Maßnahmen. Was ist das? Was beschließen Sie hier? Wissen Sie das überhaupt? Wir wollten wenigstens etwas an dieser Stelle Licht ins Dunkel bringen. Deshalb unser Änderungsantrag, dass wir bestimmte Maßnahmen an besonders wichtigen Standorten der Stadt noch detailliert uns vorgestellt bekommen lassen wollen. Es geht um 44 Millionen Euro. Wofür im Einzelnen? Sie wissen es nicht, Sie können mir das auch nicht beantworten, aber Sie wollen es gern beschließen, weil Sie im Gegensatz zu uns wahrscheinlich ein unbegrenztes Vertrauen in die Verwaltung haben. Das haben wir nicht und deshalb möchten wir gern vorher wissen, was wirklich geplant werden soll. Das gilt übrigens auch für die Ergänzung vom Ausschuss. Was sind die zustimmungsfähigen Anregungen? Auch das ist weit interpretationsbedürftig. Deshalb, wie gesagt, kann ich nur noch mal für unseren Änderungsantrag bitten und gleichzeitig, falls Sie dem nicht zustimmen, erklären, dass wir deshalb dann diesem Konzept in Anführungsstrichen nicht zustimmen können. Danke. Nächster Redner, Herr Böhm. Nachdem ich hier nochmal angesprochen wurde und zitiert wurde, vielleicht noch mal ein paar Klarstellungen. Kollege Steinmann-Fischer, es ist ja nun nicht unbedingt so, dass wir in irgendeiner Art und Weise hier nur Autofahrerpolitik wollen und kein Herz oder Interesse für die Probleme der Fahrradfahrer haben. Also in dem Verdacht, glaube ich, kann man mich wohl als Vielfahrer wenig aussetzen. Aber unser Antrag soll gerade dazu dienen, dass man an bestimmten Stellen, wie es Dr. Reuter auch gerade gesagt hat, nochmal die Diskussion aufnimmt. Weil wir sind der Meinung, es müssen alle Belange abgewogen werden untereinander. Und es ist eben nicht damit getan, jetzt hier ein Konzept zu beschließen, was an sich begrüßenswert ist, dass da endlich Verbesserungen stattfinden. Aber es ist genau das, was Dr. Reuter gesagt hat. Wir haben damit ein Problem, dass wir nicht wissen, was zum Schluss passieren soll. Und mein Lieblingsbeispiel ist, es kostet kaum Geld, ein paar weiße Striche auf dem Blauen Wunder oder auf der Albertstraße zu machen und es ergeben sich daraus Riesenauswirkungen. Und vielleicht auch nochmal an den Kollegen Lichtin ein Wort. Mit handwerklich schlecht war nicht unbedingt die Arbeit der Planer gemeint, die ja so tief noch gar nicht ist, sondern war eigentlich die Vorlage als solche gemeint, weil sie eigentlich genau das, was Dr. Reuter auch gesagt hat, uns keine Maßnahmen detailliert darlegen kann. Und das sind die großen Probleme, dass hier die fehlende Untersetzung fehlt und deswegen auch der Ergänzungsantrag. Und Herr Steinmann-Fischer, wie Sie so schön gesagt haben vorhin, naja, die wichtigen Dinge werden uns ja im Ausschuss vorgestellt, darüber wird man diskutieren und. Und genau das möchte unser Ergänzungsantrag, wo wir sagen, okay, wir könnten mit diesem Fahrradkonzept leben, so schwierig wie es und offen formuliert ist, wie es an etlichen Stellen ist, wir nicht wissen, was wir damit einkaufen, aber wir wollen uns zumindest an diesen neuralgischen Punkten die Diskussion offen lassen und vor allen Dingen auch, sage ich mal, die Diskussion in den Ortsbeiräten führen lassen. Weil das Konzept, was zwar lang und breit durch die Stadt gelaufen ist, damit konnte sich kein Ortsbeirat tatsächlich auseinandersetzen. Er konnte nur hinnehmen, dass bestimmte Sachen identifiziert worden sind, die ohne Frage als Probleme auf der Hand liegen. Aber sich eine Meinung dazu bilden, wie die Konflikte beseitigt werden sollen oder welche Maßnahmen dort tatsächlich umgesetzt werden sollen, das könnte sich kein Ortsrat, kein Ortsbeirat und kein Ortschaftsrat bilden. Und genau deswegen unser Antrag und ich werbe hier nochmal dafür. Danke. Vielen Dank, Herr Lichti. Es
Sehr geehrter Herr Erster Bürgermeister, sehr geehrte Kolleginnen und Kollegen, das, was die CDU hier vorträgt, klingt ja auf den ersten Blick sehr logisch, sehr bürgernah, sehr verständlich, sehr nachvollziehbar. Ist es aber auf den zweiten Blick nicht. Ich möchte noch mal versuchen, es zu begründen. Und auf den dritten Blick, und ich werde es Ihnen noch mal erklären, ist es auch unnötig, weil genau das haben wir eigentlich auch schon längst beschlossen. Sie haben es einfach nicht zur Kenntnis genommen. Ich nutze jetzt die Gelegenheit, um es vielleicht auch der Öffentlichkeit noch mal zu sagen. Also, es handelt sich dabei in allermeisten Fällen um ein sogenanntes Geschäft der laufenden Verwaltung. In den Fällen, wo es sich nicht um ein Geschäft der laufenden Verwaltung handelt, handelt es sich dann um eine stadtratspflichtige Angelegenheit und geht ganz normal durch die Ausschüsse. So, es ist absolut üblich, dass Geschäfte der laufenden Verwaltung von der Verwaltung ausgeführt werden. Es gibt sogar eine Auslegung, die sagt, der Stadtrat darf sich dort gar nicht reinmengen. Ich teile diese Auffassung nicht, aber sie wird oft gerne von den Bürgermeistern und von der Stadtverwaltung so vertreten, dass es sogar unzulässig sei, dass der Stadtrat sich mit Geschäften der laufenden Verwaltung beschäftigt. Und ich frage Sie von der CDU, haben Sie jemals Einspruch erhoben, wenn es jetzt um die Sanierung von Straßen ging, um andere Mobilitätsthemen, wenn es dort um Geschäfte der laufenden Verwaltung geht? Da haben Sie nie gesagt, naja, die wollen wir aber auch noch einmal irgendwie im Ausschuss prüfen und sehen. Das haben Sie nicht. Sie kommen jetzt... Ist mir jedenfalls nicht so im Ohr. Das heißt, mir tut sich schon der Verdacht ein bisschen aufdrängen, dass da so ein gewisses Grundmisstrauen und auch so eine gewisse Meinung ist, man sollte da irgendwie die Radfahrbelange würden hier über die Stränge schlagen in der Autofahrerstadt Dresden und da müsste man etwas vorsichtig sein. Das ist sozusagen von der Sache her, vom Ansatz her falsch, es ist aber auch im Einzelnen falsch. Weil Sie jetzt immer das Thema Albertstraße und Abmarkierung angesprochen haben. Da will ich Sie einfach mal daran erinnern, dass es der Herr Baubürgermeister Marx war von der CDU, den haben Sie hier ins Amt gehoben, der das mehrmals öffentlich in der Zeitung verkündet hat, dass jetzt demnächst, zum letzten Mal vor der Kommunalwahl 2014, dass jetzt demnächst endlich die Albertstraße abmarkiert wird. Das war Ihr Bürgermeister. Wo war da Ihr Aufschrei? Ich kann mich nicht erinnern. Und es ist auch so, dass wir das Thema Albertstraße im Ausschuss des Öfteren angesprochen haben und dass der Bürgermeister auch dazu Auskunft gegeben hat, wie ist jetzt die Radfahrbelegung, wie ist die Autobelegung. Er hat ausgeführt, es gibt dort Probleme bei der Einbindung Kreuzung Albertplatz und da müsste man auch diese und jene Probleme prüfen, lösen und so weiter. Also tun Sie doch bitte nicht so, als ob das jetzt aus dem heiteren Himmel auf Sie herunterfallen würde und Sie dazu keinerlei Informationen hätten. Und zum Thema Blaues Wunder, weil Sie es mehrfach angesprochen haben. Es ist einfach so, dass dort, habe ich mir sagen lassen, früh, wenn dort die kleinen Kinder mit Fahrrad dort in den Schulweg haben, es ein enormes Verkehrssicherheitsproblem für diese Kinder ist. Und dann sage ich Ihnen mal, dann sind dann die Entscheidungen aber auch in der Abwägung zu treffen. Was ist uns dann wichtiger? Ist uns dann wirklich die Sicherheit der Schulkinder wichtiger oder ist uns dann wichtiger, dass sie dann mit zwei Spuren dort rüberfahren können? Das Blaue Wunder ist ein schwieriges Problem. Dort können nicht alle Interessen berücksichtigt werden und deswegen muss man dort eine Abwägung treffen. Aber Sie glauben doch nicht im Ernst, dass jetzt der Baubürgermeister Schmidt-Lamontin irgendwas am Blauen Wunder ändern könnte oder machen könnte, ohne dass es hier eine öffentliche, breite Diskussion in dieser Stadt gibt. Also lassen Sie da doch bitte doch die Kirche im Dorf. Und zu guter Letzt, Sie müssen mal lesen, was wir in dem Haushalt beschlossen haben. Wir haben in dem Haushalt im November 2017, im Haushalt, den wir im November beschlossen haben für die Jahre 2017-18, haben wir nicht nur das Geld bereitgestellt, sondern wir haben einen Begleitbeschluss gemacht, welche Maßnahmen anzugehen sind. Das sind nämlich die Maßnahmen des Radverkehrskonzepts Prio 1. Die sind genau definiert, die sind auch genau benamst, was es ungefähr ist und die sind auch gekennzeichnet, was sie kosten sollen. Und dort steht ausdrücklich drin, dass die Stadtverwaltung aufgefordert wird, im Ausschuss für Stadtentwicklung und Bau die Maßnahmen, die sie plant und die Maßnahmen, die sie bauen will, vorzustellen. Das ist beschlossen. Also tun Sie bitte nicht so von der CDU, als ob Sie jetzt kommen müssten, um hier Transparenz in diesen Angelegenheiten zu schaffen. Und deswegen sage ich Ihnen nochmal, wenn Ihnen der Radverkehr in Dresden wirklich am Herzen liegt, dann sollten Sie diesem Konzept zustimmen und hier nicht irgendwelche Nebeldebatten führen. Vielen Dank. Ich habe noch zwei Wortmeldungen zur Zeit, Herr Rentsch und Herr Thiele. Herr Bürgermeister, meine Damen und Herren, Sie reden auch immer viel vom Elbradweg.
Ich finde, hier muss ich mal sagen, müssen wir erwähnen in der Hinsicht, das heißt Elbrad und Wanderweg. Sie diskriminieren die Fußgänger in entscheidendem Maße. Und das fällt Ihnen nicht mal ein in der ganzen Geschichte, die Sie hier immer erzählen. Wir erleben das im Seniorenbeirat schon immer wieder, dass sich die Senioren nicht mehr auf diesen Wanderweg begeben, weil sie dem Kampfradern ausgesetzt sind. Die zweite Sache ist, wir wünschen uns in der Hinsicht ein besseres Gehör auf der Prager Straße. Stellen Sie sich mal vor, auf der Höhe von Wörl ist die Straße dann nur noch 18 Meter oder der Fußweg nur noch 18 Meter breit, mit vielen Platanenbäumen dort besetzt. Die Radfahrer umkurven die Bäume, die Fußgänger laufen dort lang und werden konfrontiert dort mit diesen Radlern. Das Gleiche ist es auf der Hauptstraße. Unvorstellbar, teilweise durch die Mittellage von den Beeten, kreuzen dann die Radfahrer wie wild geworden letzten Endes, die Geläufe letzten Endes der Fußgänger. Und was ich hier vorwerfen muss, Herr Schmidt-Lamontin, es erscheint mir nicht abgestimmt zu sein mit dem Fußwegekonzept, das Sie noch nicht bis jetzt vorgelegt haben, das ist mir auch klar, aber eine Absetzung in der Hinsicht hätte ich mir erwünscht, in der Hinsicht, dass das einhergeht. Vielen Dank. Herr Thiele. Ja, sehr geehrter Herr Erster Bürgermeister, sehr geehrte Damen und Herren, ich möchte noch mal kurz auf Herrn Lichti eingehen und auf meine Vorredner hier von Rot-Rot-Grün. Sie tun ja jetzt so, als würden wir diesem Radverkehrskonzept grundsätzlich kritisch gegenüberstehen. Das entspricht aber nicht der Wahrheit. Sie wissen genau, dass wir auch auf Sie zugekommen sind. Wir haben in den Ausschüssen angekündigt, dass wir hier noch Beratungsbedarf und auch Änderungsbedarf sehen. Und in unseren gemeinsamen Gesprächen sind dann leider die Dinge miteinander gescheitert. Und um es jetzt auch mal einzuordnen, auch für die Öffentlichkeit. Es wurde ja heute schon oft gesagt, wir reden hier über 948 Maßnahmen. Unser Änderungsantrag bezieht sich dann genau auf 17, in Worten 17 Maßnahmen. Und Sie hier drüben verweigern dann da die Zustimmung dazu, diese 17 Maßnahmen nochmal genauer unter die Lupe zu nehmen, sie in eine andere Stufe zu heben, dann in der Stadtratsbefassung, damit wir dann auch bei den Dingen, die dann tatsächlich gravierende Auswirkungen erwarten lassen, im Stadtrat nochmal extra darüber abstimmen. Und dass Sie das so kritisieren, so vehement, und die Verwaltung hat sich ja da auch schon kritisch geäußert, weil sie gesagt hat, tja, das macht dann aber viel Arbeit. Das bestärkt uns in unserer Sorge, dass hier dann vielleicht doch eben im Rahmen des normalen Verwaltungshandelns, wie es Herr Lichti gesagt hat, den Leuten etwas untergejubelt werden soll und dann stehen wir am Ende da, müssen uns kritisieren lassen. Sie mögen ja mit den Ergebnissen dann zufrieden sein, wir aber nicht. Und deshalb vertreten wir hier sicherlich nicht die Interessen aller Dresdner, aber doch eines großen Teils, wie wir finden, indem wir ja nicht mal sagen, wir sind dann komplett gegen diese Maßnahmen. Wir wollen sie aber hier in den Reden, in Ausschüssen, in den Ortsbeiräten nochmal diskutieren und dann darüber abstimmen lassen, im Einzelfall darüber votieren lassen. Dresdner, wollt ihr es so oder wollt ihr es so nicht? Und ich mache es mal konkret am Blauen Bunder fest. Wenn es dann darum geht, dort entsprechend eine Spur wegzunehmen, dann haben wir pro Richtung nur noch eine Spur. Wir wissen heute schon, das Blaue Wunder und die Plätze Körnerplatz und Schillerplatz sind in den Spitzenstunden des Tages vom Stau geplagt, sind komplett überlastet. Und wenn das Blaue Wunder dann nur noch eine Spur pro Richtung hat, dann haben wir dort ein noch größeres Chaos. Aber wie ist denn die Situation jetzt im Moment? Auf dem Blauen Wunder sind heute, wenn ich richtig informiert bin, als Höchstgeschwindigkeit 30 km/h angeordnet. Es wäre sozusagen eine der ganz wenigen Straßen in Dresden, Frau Fildesene, wo auf einer Tempo-30er-Strecke nochmal ein extra Radweg hinkommt. Ich will jetzt gar nicht sagen, dass der nicht vielleicht doch notwendig wäre. Sie fahren nicht 30, das weiß ich, da gibt es Einzelne, die sich an diese Höchstgeschwindigkeit nicht halten. Es gibt aber auch viele, Frau Fildesene, die sich daran halten. Oder wollen Sie jetzt alle Dresden Autofahrer hier in Sippenhaft nehmen? Dann können Sie mal da mit den Leuten sprechen, da wünsche ich Ihnen viel Freude. Und im Übrigen, in der Zeit, wo wir tatsächlich die hohen Nutzungsanspruchsüberlagerungen haben, da fährt dort keiner mehr als 30, da fährt auch keiner mehr als 20, die stehen nämlich alle im Stau. Und deshalb, und nur mal exemplarisch an diesem Beispiel, glauben wir, dass es durchaus sinnvoll ist,
hier die Verwaltung, und ich sage es jetzt nochmal, bei 17 Maßnahmen von 948 zu bitten, nochmal entsprechende Extra-Vorlagen hier zur Diskussion und zur Abstimmung in den entsprechenden Gremien zu stellen. Ich denke, das ist nicht zu viel verlangt. Ich verstehe auch Ihre ablehnende Haltung dazu nicht. Ich verstehe es wirklich nicht, 17 von 948. Und ich kann Sie nur noch mal bitten, dieser kleinen Änderung, die wir hier vorschlagen, Ihrerseits die Zustimmung zu geben. Ich denke, das ist ein Signal an Transparenz, was Sie ja auch immer vor sich hertragen wie eine Monstranz. Ich sehe keinen Grund, weshalb Sie unserem Änderungsantrag hier nicht zustimmen sollten. Und wenn Sie es machen, dann sind wir auch dabei bei der Zustimmung zur kompletten Vorlage. Das war immer unsere Position. Wir laden Sie dazu herzlich ein. Vielen Dank. Herr Dr. Schulte-Wissermann. Sehr geehrter Erster Bürgermeister, es ist ja durchaus zu greifen, dass die Welt nicht mehr so sehr in Schwarz und Weiß zerfällt, wie sie vielleicht dereinst zerfallen ist. Ich nehme sehr deutlich wahr, dass sich die CDU auch mit den Inhalten und mit den Zielen des Radverkehrskonzepts zumindest befasst hat. Ich habe vernommen, dass es dort auch intensive Beratungen gab. Das heißt also, dort gibt es Bewegungen. Und das nehme ich schon mal, also meine ich jetzt durchaus ernst, das nehme ich wirklich lobend und mit sehr großer Freude zur Kenntnis. Gleichwohl ist es allerdings so, und deswegen haben Sie auch ein wirkliches Recht drauf, auch von mir persönlich hier jetzt direkt zu hören, warum wir diesen von Ihnen vorgeschlagenen Weg nicht mitgehen. Denn es ist natürlich so, wir haben uns ja aber auch, Herr Böhm, Sie wissen das, wir haben uns damit intensiv beschäftigt und wir hatten ja davor auch schon andere Vorgänge in anderen Stadtteilen, wo es sehr gut geklappt hat, dass man dann eine gemeinsame Lösung gefunden hat. Hier kann es quasi aus systematischen Gründen nicht funktionieren, denn das Radkonzept ist ja eine Gesamtkonzeption. Da gibt es Beschilderung, da gibt es Wegstrecken, da gibt es Fernstrecken, Mittelstrecken, Kurzstrecken. Und wenn ich jetzt eine Strecke habe, die von A nach B fährt und an verschiedenen Problempunkten durchgeht, dann gibt es relativ wenig Sinn, wenn ich mir dann diese einzelnen Punkte jetzt nochmal angucke und dann daran, ja, ich mag Spaß. So, 17 Punkte, Sie haben es gesagt, 17 Punkte. 17 Punkte sind 17 Vorlagen. Es steht ja nicht nur zur Information, sondern auch zur Beschlussfassung. Das heißt also 17 Mal Bauausschuss für Dinge, die aber insgesamt in der Konzeption passen müssen. Und wie gesagt, wir nehmen sozusagen die leichte oder die doch deutliche Bewegung in den letzten Monaten, Jahren zur Kenntnis. Ich hoffe, es geht so weiter. Ich hoffe, ich kann mich dann noch ein wenig weiter positionieren, so autofreie Neustadt oder so. Das wäre sowas, das würde ich gerne angehen. Da können wir uns dann wieder sozusagen zoffen, bis wir dann irgendwie hoffentlich die Welt insgesamt in eine bessere verwandeln. Wie gesagt, ich sehe die Veränderung. Wir können aber jetzt diesen Weg nicht mitgehen und ich würde mich freuen, wenn nicht zustimmen, nicht unbedingt gleichzeitig ablehnen bedeutet. Das würde mich freuen. So, Dankeschön. Vielen Dank. Der Herr Böhm muss nicht mehr, okay? Dann haben wir die Rednerliste abgearbeitet. Bevor wir ins Abstimmungsverfahren gehen, als Schlusswort für die Verwaltung nochmal Herr Dr. Lames zu angesprochenen personellen Gesichtspunkten. Ja, vielen Dank, Herr Erster Bürgermeister. Ich möchte doch auf diese Frage der Personalbereitstellung noch einmal kurz eingehen, ehe sich da irgendwelche Legenden auch festsetzen. Wir haben da ein Problem, glaube ich, insgesamt in der Verwaltung, dass wir uns eigentlich immer mehr vornehmen, als die Ressourcen hergeben, um es dann auch wirklich umzusetzen. Ist auch normal, denn sonst würde man stehen bleiben. Und das wollen wir nicht. Deshalb ist die Aufgabe, vor der jeder Geschäftsbereich steht, zunächst einmal mit dem vorhandenen Personal die Aufgaben zu bewältigen und die Aufgaben dort entsprechend zu verteilen. Der zweite Schritt ist, dass man im Geschäftsbereich aus den vorhandenen Ressourcen entsprechende Stellen. Lassen Sie mich ausreden, Herr Kollege, haben Sie in der Digesten-Exegese auch immer gemacht, vor vielen Jahren. So,
Das Zweite ist dann, dass jeder Geschäftsbereich vor der Aufgabe steht, aus den vorhandenen Ressourcen dann gegebenenfalls andere Schwerpunkte zu setzen und die Stellen anders zu definieren. Das Dritte ist, dass dem Geschäftsbereich in dem konkreten Fall hier aus den vom Stadtrat zusätzlich bewilligten Stellen im Rahmen der Organisationshoheit des Oberbürgermeisters zusätzlich 9 Stellen für seine eigene Schwerpunktsetzung zugewiesen worden sind. Und das ist jetzt die Grundlage, diese 3 Elemente sind jetzt die Grundlage, wo wir natürlich in das Besetzungsverfahren auch hineingehen, beziehungsweise auch mittendrin sind und selbstverständlich auch von unserer Seite geschuldet, dass wir hier auch konstruktiv mitwirken, dass möglichst schnell das Personal dann auch für diese Aufgabe bereitsteht, um deren Wichtigkeit ich aus persönlicher Erfahrung sehr gut weiß. Und wenn man aber diesen etwas sauberen Schritt, wenn man damit aufhören würde, über die Geschäftsbereiche hinweg, dann kämen wir in der Verwaltung zu einer Kultur des Draufsattelns und die kann ich schon von Amts wegen nicht einfach so mitmachen, da bitte ich um Verständnis. Bei mir gibt es kein Geld, kein Personal, keine IT und ich versuche auch, die rechtlichen Dinge zu hinterfragen, die gewollt sind. Insofern habe ich nicht den Job des Spaßmachers hier übernommen, aber wie gesagt, eine Kultur des Draufsattelns kann ich eben auch nicht mitmachen und da bitte ich auch, die Dinge etwas in der Ordnung dabei zu lassen. Vielen Dank, wobei natürlich klar ist, dass gerade Radverkehr ein typisches Thema des Draufsattelns ist. Jedes Mal, wenn man losfährt, sattelt man sich vorher drauf. Wir steigen damit ins Abstimmungsverfahren ein. Wir haben einen Ergänzungsantrag der CDU-Fraktion, der den ersten Beschlusspunkt betrifft, einen Änderungsantrag Fraktion Die Linke, die die Streichung eines Wortes im Punkt 3 betrifft. Und ich hätte redaktionell im Punkt 3 den Hinweis, dass es da eine etwas missverständliche Textformulierung gab. Der Beschlusspunkt 3 müsste dann beginnen, der Stadtrat nimmt die, dann beginnt die Streichung und dann fachliche Bewertung der Beschlussempfehlung und so weiter zur Kenntnis, weil das dann sich mit dem Anlagencharakter besser erschließt. Können wir aber redaktionell so mit aufnehmen. Zunächst würde ich zur Abstimmung bringen den Ergänzungsantrag der CDU-Fraktion und ich bitte Sie um Ihr Handzeichen, wenn Sie dem Ihre Zustimmung erteilen. Gegenstimmen? Enthaltung? Das ist mit 30 Ja-Stimmen bei 33 Nein-Stimmen so abgelehnt. Wir kommen dann zum Änderungsantrag Die Linke. Bitte Sie auch hier ums Handzeichen, wenn Sie zustimmen. Gegenstimmen? Enthaltung? Das ist mit 34 Ja-Stimmen bei 23 Nein-Stimmen und 6 Enthaltungen so bestätigt. Vielen Dank. Wir kommen dann zur Abstimmung des so geänderten Antrages unter Berücksichtigung der redaktionellen Änderung in Punkt 3. Und ich bitte Sie hier um das Handzeichen, wenn Sie dem zustimmen. Gegenstimmen? Enthaltung? Das ist mit 35 Ja-Stimmen bei 22 Nein-Stimmen und 6 Enthaltungen so bestätigt. 4.